Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Ich nehme immer noch im Voraus auf. Dieses Video sollte am 18. kommen, wenn ich mich nicht vertan habe. In der letzten Folge haben wir das Weingut kennengelernt und der lieben Julie geholfen, ein paar Sachen im Weingut gut wieder auf klar Schiff zu bringen. Und da wir jetzt schon von Steve und von Barney sowie von Judy oder dem Butler gehört haben, dass hier in den Everwind-Feldern der gute Herr Campbell steht, beziehungsweise die GED, werden wir uns jetzt daran machen. Hier sehen wir schon die Ölbohrmaschinen, Ölfördermaschinen, irgendwie sowas. Und natürlich mache ich auch hiervon jetzt ein Foto. So. Wo steht er? Wo steht er? Wo steht er? Wir reiten direkt drauf zu. Ah, da oben steht er. Ja. Das ist die Baustelle und wir sehen hier schon, der ganze Boden ist schwarz. Ja, wir sehen hier jetzt schon, Öl läuft hier raus und ich hasse sowas. Naja. Gut. Was haben wir denn hier? Wir treffen uns also wieder. Also um ehrlich zu sein mit dir, ich bin jetzt sehr glücklich, dich wiederzusehen. Du hast meinen Plan, deinen kleinen Stall zu vernichten und meine Häuser zu bauen, wirklich ruiniert. Hast du eine Ahnung, wie viel Geld ich wegen dir verloren habe? Alles ist deine Schuld. Hast du vor, noch mehr zu zerstören? Ja, haben wir. Dieses Öl gehört mir und nur mir. Niemand wird mich daran hindern, hier nach Öl zu bohren. Auch nicht du. Also nimm dein dummes Pferd und hau ab. Ich will dich nie wiedersehen. Oha, warum bist du denn so gemein zu uns? Das ist nicht nett. Das ist wirklich nicht nett. Also echt? Dabei haben wir doch gar nichts gemacht. Nee, ich habe die Quest bei James immer noch nicht freigeschaltet. Egal. Dann machen wir jetzt einfach auf dem Weingut weiter. Ich hatte halt gehofft, dass einfach ein paar Quests noch gefehlt haben. Auch wenn da jetzt nichts von wegen stand, ja, die und die Quests müssen freigeschaltet sein, damit man das und das machen kann. Ach, aber egal jetzt. Machen wir einfach auf dem Weingut weiter. Dann sollte es schon klappen. Hallo, Kani. Du siehst irgendwie aus wie Barney. Nimm Bodenproben. Also, ich habe gehört, dass du ein bisschen herumreitest und ich habe mich gefragt, ob du vielleicht einen Gefallen tun könntest. Wir untersuchen gerade den Boden um den Weingarten herum und die Ergebnisse sollten jetzt fertig sein. Könntest du sie vielleicht für mich nachgucken? Okay, wir sollen Bodenmessgeräte ansehen, die da hinten sind. Ui, ich weiß, das ist nicht nötig, aber ich springe gerne über NPCs beziehungsweise auch über andere Spieler. So. Ich finde das immer lustig. Aha, dahin. Inspizieren. GEDH, hä? Och, Flatterschein, mach mal Kopf hoch. Dieses Pony ist so verfressen. GEDH, ja. Dann ist noch eins. Und hier müsste noch ein drittes sein. Das ist hier unten, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, guck mal. Da ist Golden Hills. Und das hier gehört auch noch zu der Erntefeldprovinz.
Ich freue mich schon, wenn wir nach Golden Hills können. Alles klar, die Bodenproben sind dann fertig. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich rausgekickt werde, weil ich habe zwischendurch mit echt heftigen Lags zu kämpfen. Das liegt aber nicht an meinem Internet, sondern am Server. Interessant, sehr interessant. Danke, dass du mir dabei geholfen hast. Ja, und was sind die Ergebnisse jetzt? Weißt du was? Könntest du mir einen Trieb von einem der Weinstöcke mitbringen? Ich werde diese ebenfalls testen. Benutze dazu diese Gartenschere. Ich hatte diese Sonja schon losgeschickt, um mir einen Trieb zu bringen, aber sie scheint keinen finden zu können. Okay, machen wir. Gartenschere, das ist ein Rechen. Hier, Kani. Da ist es schon. Danke, Tilda. Du bist wirklich hilfreich. Bitteschön. Wo habe ich denn hier noch bitte eine zweite Quest? Oder habe ich jetzt erst freigeschaltet? Ach da! Ich bin ein bisschen doof. Aber Judy will jetzt was von uns. Der reitende Klempner. Hier sind ein paar Sachen, die du benutzen kannst, um die Wasserleitung zu reparieren. Okay, ja gut, dann gehen wir halt Wasserleitungen reparieren. Gibt gute Erfahrungspunkte. Ich habe jetzt schon ganz gut beim Level aufgeholt. Nein? Oh, Gott sei Dank. So, das ist repariert. Also ich muss schon sagen, wir sind wirklich sehr talentiert. Wir können alles. Irgendwie. Auch nur ohne irgendwie eine Ausbildung gemacht zu haben oder so. Okay. Noch 5 Stück. Sind wir gleich schon fertig damit? Ja, wir haben jetzt gerade erstmal 10 Minuten. Muss ich mal gucken, was wir gleich noch machen. Einer noch. Der ist da hinten, oder? Da ist der. Super. Haben wir toll geschweißt. Oder sonst irgendwie gemacht. Ich glaube kaum, dass wir da einfach mit dem Hammer drauf gehauen haben. So. Oh, Silverclad ist hier oben so schön. Schön, Judy. Oh toll, jetzt lass uns nur hoffen, dass die Leitungen ein wenig halten. Wir haben noch etwas anderes zu tun, nicht wahr? Ja, wir haben noch einiges zu tun, soweit ich das weiß.
Ah, Judy hat auch noch eine Aufgabe für uns. Berichterstattung für die Baroness. Das mit den Leitungen hast du toll gemacht, Hilda. Die Baroness war vorher hier und hatte sich schon über die unterschiedlichen Stellen beschwert. Sie wird dir sehr dankbar sein. Weißt du was? Du solltest zum Schloss gehen und ihr davon erzählen. Dann bekommst du die Chance, dich hier vorzustellen. Es kann nie schaden, sie persönlich zu kennen. Solltest du jemals Probleme haben, wird sie dir sicher helfen. Zumindest solange du einen guten Eindruck bei ihr hinterlässt. Geh zur Baroness und erzähl ihr, dass du die Leitung repariert hast. Ja, das natürlich, das machen wir doch. Das hier ist nämlich die gute Fräulein Baroness. Oh, Entschuldigung. Die könnte auch mal überarbeitet werden. Hallo, junges Fräulein. Wer bist du? Tilda? Oh, du arbeitest im Stall, ich verstehe. Ich bin sehr froh, dass du die Leitung repariert hast und dass du die Proben der Weinreben zur Untersuchung gebracht hast. Leider musst du jetzt gehen, da ich sehr viel zu tun habe. Ich bin etwas gestresst, wie man mir vielleicht auch etwas ansehen kann. Ob du helfen kannst? Nicht mehr, als du bereits getan hast. Das sind ein paar gewaltige Probleme, mit denen ich mich gerade beschäftige. Du hast sicher schon von der Baufirma gehört, die alles versucht, um mein Land zu zerstören. Global Energy Domination. Hast du jemals so einen peinlichen Namen gehört? Sie sind gerade dabei, neben meinem Weingarten nach Öl zu bohren. Und unsere nächste Ernte wird so erbärmlich wie nie. Oh je, ich habe das Gefühl, die Hölle bricht über uns auf der Insel herein. Ja, damit sind die Hoben dann auch fertig. Ich habe keine weiteren Aufgaben für dich heute. Bitte komm morgen zurück. Ich bin sicher, dass ich dann ein paar Probleme haben werde, um die du dich kümmern kannst. Ja, dann sind wir hier oben jetzt eigentlich fertig. Ach, das sind die... Okay, ich dachte gerade schon. Ich dachte schon, dass die Quests jetzt total verbuggt bei mir sind, weil da ein Aufrufezeichen war, aber ich weiß, was für eine Quest das ist. Ja, wir haben jetzt erst 13 Minuten. Ich glaube, das hier ist eine kurze Quest. Dann machen wir das jetzt einfach gerade noch. Carter Ella, der Film. Das Casting findet heute statt. Frage nach Talia im Silverclade Pferdesportcenter in der Reitarena. Okay, nee, dann machen wir das doch nicht mehr heute. Oh. Kein Interesse an Clubs. Ich habe schon wieder vergessen, das auszustellen. Naja, egal. Ich würde sagen, dann beenden wir einfach die Folge. Ich meine, ist ja halt ein bisschen kürzer als sonst. Aber es ist ja nicht schlimm. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich würde mich über ein Like, einen Kommentar oder auch über ein Abo freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!